Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Forces. Ich bin euer Chojin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Mission sind wir leider zu einem kleinen Problem gekommen. Ich wusste nicht, wie ich durch eine Tür durchkam. Vielleicht gibt es da einen Schlüssel, ich habe keine Ahnung, aber ich habe es anders gedacht. Ich bin einfach über so einen Vorsprung gesprungen. Und weil ich so panisch war, weil da Unmengen Gegner waren, bin ich leider ins Wasser gefallen. War ziemlich spannend noch, hat gut Spaß gemacht. Und ja, versuche hier halbwegs umzingelt von zig Gegnern, wo ich mich gerade eigentlich kaum orientieren kann, irgendwie zurechtzufinden. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder was im Uni. Ja, und wir arbeiten uns langsam vor. Ich hätte auf jeden Fall da nicht ins Wasser getroffen. Das war fatal. Das ist natürlich auch sehr hoch jetzt das Risiko, dass ich irgendwas zurückgelassen habe. Ich muss erstmal herausfinden, von wo ich überhaupt herkam. Ich glaube, ich kam von da hinten. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Und die Mucke ist auch schön spannend. Passt echt gut. Da ist ein bisschen Panzerung drin. Die holen wir uns. Ein bisschen Muni. Ein bisschen Panzerung. Geil. Ja, wir haben 65 Panzerung wieder. Hätte aber ein bisschen taktischer vorgehen müssen. Aber nun jo. So ist das nun mal. Auf jeden Fall war es eine gute Wahl, das Spiel anzufangen. Nein, bin ich hier nicht befugt? Das wusste ich nicht. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich doch nur verlaufen. Scheinwerfer aus. Kostet der Energie. Batterien erschöpft. Ha! Hehe, sehe ich hier irgendwo eine Batterieanzeige? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können überall hier ins Wasser fallen. Schnappen uns ein wenig hier Muni von denen, die ich hier getötet habe. Ah, gut, hier einiges. Einiges. Jetzt haben wir wieder richtig viel Muni. Ich glaube, von da oben bin ich runtergesprungen. Und dann bin ich panisch hier in die Richtung. Dang, 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 dang. Und dann bin ich da runtergefallen. Ich glaube, so ist es gelaufen. Schauen wir uns mal weiter um. Von der Seite können wir es jetzt öffnen. Nein, können wir nicht. Aber wir müssen einen Schlüssel dafür finden, vermute ich. Wir müssen irgendwie wieder zurückkommen. Können wir nicht öffnen? Oh, das ist ganz schön dunkel. Also, ich darf nicht vergessen, den Scheinwerfer wieder auszumachen. Oh, das wusste ich nicht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oder auch nicht. Erste-Hilfe-Kasten. Nice. So kriegen wir wieder rote Energie wieder. Und wir haben noch was rausgefunden im letzten Video, dass wenn wir F1 drücken, können wir hingehen, können sehen, was für Waffen wir schon bei uns tragen, was für eine Kurzfalltaste auf denen ist, was für Zusatzausrüstung wir haben, haben wir wohl keine und was für eine Mission wir dran sind, was für Ziele und dergleichen. Interessant ist bei Ziel, dass wir Geheimräume entdecken können. Ich glaube, ich muss wirklich überall jede Wand abklappern und muss, drücken, die... Kann ich nicht mitnehmen, die Muni? Nö. 230 ist wohl Maximum. Wirklich überall E drücken. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen werden wir es wohl auch nicht tun. Scheinwerfer, gehen die wieder? Ne, Batterie erschöpft. Ja, wir müssen so hier durch. Das hätte ich mal früher wissen sollen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da, ganz viele. Ganz viele. Ganz viele. Stopp. Boah, habt ihr das gesehen? Wo kam denn diese Truppe her? Ich glaube, die können mich aber genauso wenig sehen, wenn ich Licht aus habe. Das ist ganz cool. Können wir mich Ninja-Style machen. Panzerung ist gut. Ich muss
Und die ist auch gut. Dann komme ich. Jetzt haben wir 262. Dann hätte ich ja eben irgendwie Muni nehmen müssen können. Sag mal, kommen die neu? Schnauze. Ja, ich würde gerne wissen, wo das Maximum an Muni ist. Vielleicht 999 Schuss? Panzerung auf jeden Fall 200. Energie scheint nicht, also Lebensenergie scheint nicht höher als 100 zu gehen. Ich glaube, ich hatte eben irgendwo, wenn ihr bei der Schussanzeige 268 seht, hatte ich, glaube ich, eine. Die grünen, diese Kreise da, die waren, glaube ich, hell am Leuchten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Batterie ist. Hier geht's auch nicht weiter. Boah. 298 Schuss. Vielleicht noch nie. Ups, da war doch jemand. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die kommen neu. Muss nicht ins Wasser fallen. Da hinten ist noch einer auf der anderen Seite. Weg ist er. Okay, die Muni können wir nicht nehmen. Darunter springen wollen wir erstmal auch nicht. Ich vermute, dass wir da irgendwie uns ein Gateway oder so setzen müssen. So, jetzt will ich aber wissen, wieso konnte ich die Muni hier hinten nicht mitnehmen? Vielleicht, wenn ich ganz schnell C drücke. Geht nicht. Ganz schnell C macht er nicht. Kann mich nicht dran. Schade. Müssen wir so merken, dass wir in der Mitte noch einen Weg haben. Batterie erschöpft, das ist ärgerlich. Hier kann man ja gar nichts sehen. Ja, den hat auch keiner gesehen. Also wir sehen wirklich nur durch Licht. Das ist aber ganz übel. Das muss man erstmal rauskriegen hier mit dem... Ohne Batterie ist schon blöd. Huch, bin ich irgendwo runtergefallen? Das sah fast so aus. Also kriege ich jetzt nur Licht? Oh, das ist echt mir schon. Wie kann ich die Batterie aufladen? Keine Ahnung, ne? Erschöpf. Kopfbewegung aus. Keine Ahnung. Keine Lust ins Handbuch zu gucken. Weiterspielen. Time is running. Ich habe nie so viel Zeit. Na ja, gut. Gehen wir mal weiter. Hier hinten gab es ja noch irgendwo was. Hm, da unten muss ich jetzt runterspringen, ne? Kann ich hier was machen? Eine Batteriezelle! Ha! Die wollte ich haben. So, jetzt gucken wir uns doch mal hier was um. Wichtig, ausstellen wieder. Oh nein, hier gibt's nichts mehr. Ja, aber wenigstens habe ich nachgeguckt. Ist ja auch wichtig. Okay, F5 drücken, nicht vergessen. Also ihr seht schon da rechts, diese runden Punkte scheinen das zu sein. Gehen wir mal hier runter. Grüß Gott. Okay. Die haben wir zum Glück schon niedergemacht. Kann ich springen? Ich glaube, wir gehen besser mal auf die andere Seite. Geht das? Ja, hier liegt auch was. Infrarotsichtgerät. Geiles Ding. Okay.
Was bringt mir, dass das Teil sich bewegt? Hier ist ja wahrscheinlich gar nichts. Aber vielleicht auf dem... an einer anderen Stelle. Ehrlich gesagt bringt mir das hier gar nichts, aber vielleicht kann ich irgendwo anders... dreht sich woanders noch ein Teil. Ich meine, ich kann ja mal draufbleiben und kann die Wand jetzt mit E abdrücken. Die Frage ist, wie weit kann ich noch gehen? Komme ich ganz dran? Huch, da fällt er runter. Ja, das hilft uns nicht weiter. Besonders bin ich jetzt schon wieder am Arsch der Welt. Kann den ganzen Weg zurückhopsen. Hobbeli, hobbeli, hopp, hopp. So, sind wir da durchgekreucht? Sind wir nicht? Wir sind hier hochgegangen. Ja, das ist doch ganz gut, dass wir gefallen sind. Hier, so eine Brücke brauche ich auf der anderen Seite. Da war ich nämlich schon. Oh. Ja, ich fliehe ja schon. Nein, da ist zu. Das muss ich irgendwie aufkriegen. Kann ich das hier runterfahren lassen? Nein, kann ich nicht. Das ist schlecht. Wenn ich da hinten rein könnte. Nochmal testen. Kann man hier durch? Nein, kann ich nicht. Hüpf um dein Leben. Ah, sie schießen auf mich. Boah. Okay. Da muss hier ja irgendwo... muss ich ja hier irgendwo reingehen. Wie komme ich da hinten rüber? Hier muss es irgendwas geben. Ja, hier gibt es eine Tür. Ah, und die geht sogar einfach auf. Stopp. Ja, und wir haben eine Drehtür. Das hilft uns natürlich weiter. Also in Drehbrücke, besser gesagt. So. Wo war das? Ne, das war schon hier, ne? Na komm. Jetzt habe ich es ja wahrscheinlich wieder ausgeschaltet. Lass mich raten, die Tür geht auf und dann haben voll viele Gegner. Nee. Das sah nur aus wie eine Tür. 325 Schuss. Geil. Sie sind nicht mehr. Das bin ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe diesen Buch hier dabei. Sofort in den Gefängnistrakt. Huch, ich bin ja der Wookie. Nein, das ist nur meine starke Behaarung. Bla bla bla. Kann ich hier sterben? Nein, das ist Gras. Aha. Bisschen grün. Nicht schlecht. Ein Loch. Ein Loch, was irgendwo hinführt. Wir gucken uns erstmal hier um. So. Ich will Steuerung drücken, damit ich nicht ducke. Nein! Ah, okay, es geht. Es geht wieder auf. Ich habe schon Schiss gehabt. Aua. Du Mistsack. Sie verletzen imperiale Gesetze. Ich verletze immer so gerne imperiale Gesetze. Also, bevor ich jetzt so viel auslasse... Nein, es geht doch nicht mehr. Shit, kann ich hier rausspringen? Ich kann hier rausspringen, kein Problem. Will ich nämlich vorher hier rein und schauen, was hier so Schönes gibt. 15 Energieeinheiten zum Beispiel. Ein bisschen Panzerung. Ah, Heilung, falls wir Heilung bräuchten. Wir brauchen aber keine Heilung. Und ein geheimnisvoller See oder Fluss. Was sind wir denn hier? Ah, das ist das Gitter, wo ich eben vorstand. Verstehe. Zack, 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 zack. Hey, da liegt noch Muni. Danke. Och Gott, schieß ihn doch bitte ab. Dankeschön. Da oben sind viel zu viele Gegner gewesen.
Wir haben wieder recht viel Schaden genommen. Der Weg ist vielleicht nicht der ideale. Sehr wahrscheinlich sogar. Sich das so gelohnt hat. Sehr wahrscheinlich, obwohl der Haupteingang ist auch nicht so dolle. Vermute ich. Auf jeden Fall gibt es hier massig Money. Haben wir uns noch die? Versuche euch mal jetzt hier auf den Grund zu gehen. Schade, das kann ich nicht runterfahren. Okay, ich bin zu weit weg dafür. Gehen wir einen Tick näher. Mist. Bin ich da so hoch? Ja, okay. Ah, hier war ich eben, dann bin ich da wieder rausgehopst und hab gedacht, was ist das denn? Sehr gut. Da muss es irgendeinen Weg geben, da oben hoch. Das ist eine Tür hier. So ist es. Runtergefallen. So, ein Stück höher zielen. Schlechter Schütze. Ups, jetzt habe ich versehentlich das Teil da angemacht. Naja, egal. Ich spiele das gleich eh um. Zehn oben. Dankeschön. Wollte mich wohl flachsen, jetzt ist er wieder unten. Wieder einer? Nein. Okay. Runter damit. Oh, wo hat der denn geschossen? Ein simpler, aber cooler Shooter für die Zeit. Macht schon Spaß. Und schön gemacht mit den Zwischensequenzen und der Story. Das gefällt mir schon sehr gut. Da sind wir noch nicht lang gegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie... F1, ob wir irgendwas entdeckt haben, Geheimgänge. Nee, also die muss man wohl wirklich drücken. Suche nach Hinweisen auf die Dark Trooper. Jo. Kehre zum Landeplatz zurück. Starte das Wasserkraftwerk haben wir, das ist dann wohl das Drehteil gewesen. Dann würde ich sagen, das ist eine gute Stelle für einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.